Ja, Borussen Berni, ihr alter Lachs, es fängt an zu rappeln in der DFB-Kommandozentrale. Der Direktor der Nationalmannschaft und Akademie, TUI-Reiseleiter Bioff, tritt zurück. Ja, also erstmal Respekt dafür, ja. Weil ansonsten kleben nämlich die meisten DFB-Mitarbeiter mehr an ihren Job als die Klappstuhl-Klimaaktivisten auf A1. Ja, anderes Thema. Ja, hab gerade gelesen, dass im Frühjahr 23 auf Amazon Prime, oder wie die heißen, eine sechsteilige Doku kommt, All or Nothing vom DFB. Der Weg zurück zur Weltspitze und zum fünften Stern. Was? Und genau das ist euer Problem. Ihr Stolperstullen im Bereich vom DFB. Wir sind wahrscheinlich das einzige Grottenor im Land, das eine Doku macht, ja, wo am Ende des Blockbusters der Titel steht. Ja, hör mal, ich mache jetzt mal aus eurer sechsteiligen Doku, mache jetzt mal ein 3-Minuten-Porno, aber ohne Taschentücher von Tempo. Von 2006 bis 2014 haben wir Lambada mit dem Adler gefeiert. Jeder Bolide vom Ford Capri bis zur S-Klasse hatte eine Fahne an seine Karre. Jede Immobilie vom Hochhaus, Plattenbau bis zur Villa mit Whirlpool hatte eine Fahne im Wind. Und jetzt haben wir die Mannschaft, genau die Mannschaft, die bei den letzten 5 Turniere, zweimal bei der WM, zweimal hier beim Hanuta Nations League Cup oder wie der heißt und einmal bei der Europameisterschaft, sich mehr blamiert haben, als ich 1978 bei den Bundesjugendspielen im Weitsprung. Hör mal, der DFB hier und Manny Elefantino hier von El Chapo FIFA, die haben es echt geschafft, dass in Deutschland sich die Fans mehr für das Husky-Schlitten und Rennen durch Lappland interessieren, als für die WM in Bolzmecker Katar. Ja. So, und jetzt kommt mal ein Tipp hier vom Kreisliga-Knipser, damit 2024 es bei uns zu Hause mal wieder richtig rappelt im Adler, im Gefieder. Eintrittspreise bei Länderspiele runter. Ihr habt Preise wie AC/DC-Konzerte, das spielen aber nur die Hafensänger von Heilbronn. Hotelquartiere von der Nationalmannschaft im Zentrum der Fans und nicht irgendwo hinter Polarkreis in Dutch Harbor. Hobbit Hansi Flipflop, ja, wenn du weitermachst, nur noch Pöller nominieren, die Stammspieler sind, denn in der Vergangenheit, da wurden Kicker berufen, die Muskelkater am Pullermann hatten, weil sie da bei ihrem Verein da auf der beheizten Sprossenbank sitzen. Spielerfrauen Uschis, bitte, 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 2 bis 3 Wochen zu Hause bleiben, im 800 Quadratmeter Penthouse. Nehmt einfach die Gucci-Kö-Kreditkarte, geht shoppen all in, aber bitte nicht schon wieder nach dem ersten Spiel in der Lobby vom 5-Sterne-Resort da im Bunker stehen und sich auf die Milbenmatratze schmeißen, Kerl. So, Binnenpräsident Neuendorf und Aki Watzke. Jetzt bin ich mal gespannt, was am Mittwoch bei der Elefantenrunde ohne Rüssel rauskommt. Ich werde euch beobachten. Ich werde euch beobachten. Und so lange heißt es natürlich nur der BVB. Aber nur der BVB.